Abschluss der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Jahresende. Eines bleibt noch zu tun für Außenminister Heiko Maas. Die Übergabe des EU-Staffelstabs, das Symbol der Ratspräsidentschaft, an seinen portugiesischen Amtskollegen Augusto Santos Silva. Der Stab, den ich dir gerne persönlich überreichen würde, was aber in diesen Zeiten nicht geht. Also ich schicke ihn jetzt mal auf den Weg. Stopp, so funktioniert das natürlich nicht. Also nicht wirklich. Zwar reist der Staffelstab nach Portugal, aber auf konventionelle Art und Weise über die Poststelle des Auswärtigen Amts und dann weiter per Diplomatengepäck. Bis er ankommt, bleibt genug Zeit für eine Kurzbilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Was bleiben wird, ist, dass die Europäische Union bewiesen hat, dass sie in wirklich schweren Krisen in der Lage ist, auch wenn es kompliziert oder mühselig ist, am Schluss zusammenzufinden und dass wir alle Finanzfragen lösen konnten, die die Grundlage dafür sind, dass wir uns wechselseitig unterstützen. Unser Staffelstab ist glücklich in Lissabon gelandet, genauer in der deutschen Botschaft dort. Von dort bringt ihn diese Kollegin zum portugiesischen Außenministerium, wo er schon erwartet wird. Mit großer Freude nehme ich diesen Staffelstab entgegen, der die EU-Ratspräsidentschaft symbolisiert. Und es ist eine doppelte Freude. Einmal der Auftrag, dass wir die Präsidentschaft in einem solch wichtigen Moment für unsere gemeinsame Zukunft übernehmen. Und es ist eine doppelte Freude, weil wir diesen Staffelstab, dieses Symbol von der deutschen Ratspräsidentschaft übernehmen, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Deshalb steht Portugal nun auch nicht alleine da mit dem Staffelstab. Deutschland wird es bei der EU-Ratspräsidentschaft unterstützen, ebenso wie Slowenien, denn das wird den Stab Mitte 2021 von Portugal übernehmen.